Grüßeng. Zwischen Sieg und Niederlage im Weltcup und für unser perfektes Skivergnügen sind unter anderem zwei Dinge maßgeblich: der perfekte Ski und das perfekte Skiservice. Wir sind heute hier auf der Hochwurzen bei Ski Lenz bei Norbert und wir haben uns den Servicemann aus dem Skiweltcup geholt, den Franz Knaus. Sein Name ist Programm, er ist der Bruder von unserem ehemaligen Skistar Hans Knaus. Herzlich willkommen, Franz. Der Franz ist aber, glaube ich, nicht da, dass er uns jetzt die Geheimnisse aus dem Weltcup-Skiservice zeigt, sondern wie man unsere Ski optimal für unser Skivergnügen vorbereiten kann. Anfangen würde man aber mit einem maschinellen Skiservice und das zeigst uns du, Norbert. Jawohl, gerne. Ja, bevor der Ski dann richtig abgeschliffen wird, der Belag, werden natürlich die schlimmen oder die tiefen Kratzer ausbessert und dann werden sie angeschliffen. Ja, wenn dann wirklich alle Kratzer zugemacht worden sind, dann geht es auf die Maschine. Okay, den Ski, der wird jetzt automatisch reintransportiert in die Maschine. Der Ski wird dann über einen Schleifstein abgeschliffen. Was ganz wichtig ist, natürlich die Struktur drauf. Seitlich die Kante. Und zum Schluss wird da die Kante noch einmal belagseitig hinterschliffen, gewachst, ausgebürstet und poliert. Im Grunde habe ich jetzt den Ski vorfertig da vom Norbert da aus der Maschine rausgekriegt, kannst sofort wegfahren. Nur wird halt nach einer Woche irgendwann, wenn du nicht mehr Eisplatten und so weiter hast, wird einmal die Kanten wieder weniger. Und wenn ich mir da daheim helfen will, nachher habe ich ein paar so Werkzeuge, was ich mir da beim Norbert kaufe. Es sind drei, vier Sachen, was da wichtig sind. Nachher kann ich mir eigentlich den Ski selber ein bisschen herrichten, die Kanten wieder scharf machen. Und das machen wir jetzt mit den Geräten da. Da muss ich mir Platz schaffen, dass ich die 87 Grad die Winkel zusammenbringe. Das muss sich eigentlich schon sehr scharf anfühlen. Das heißt, ich muss von der Maschine, habe ich zwar fast den gleichen Winkel oben, als wir da auf meinen eigenen Winkel, was ich da habe, was ich wohl die Pfeile einspannen. Aber da muss ich dann ganz auf der Spitze draußen sein und dann merke ich, okay, jetzt werde ich da scharf. Und dann probiere ich eigentlich mit den Fingern so. Da merke ich gleich einmal, oder mit dem Fingernagel, merkst, da bist du jetzt ganz scharf. Und was man nachher einfach noch macht, mit so einem kleinen Diamanten, macht man vielleicht den Grat noch ein bisschen weg, falls einer entsteht. Und ganz vorne und hinten beim Ende und beim Anfang, da mache ich die Kanten noch ein bisschen rund. Damit das meistens mit so einem Schleifgummi, damit das der Ski leicht zum Lenken geht. Und wenn ich das dann immer mache, dann habe ich da immer meinen Winkel. Dann brauche ich da mit den Geräten, was ich da habe, auch nicht jedes Mal nacharbeiten, sondern es genügt, wenn ich da jetzt zweite, dritte Mal mit denen ein bisschen das Plastik und das Alu wegmache und kann dann mit einem Winkel immer wieder nachfeilen. Das ist in 5 Minuten erledigt. Und habe wieder ganz einen scharfen Ski. Da wäre natürlich jetzt auch gut, da können wir jetzt den Ski gleich mal wechseln. Da wäre gut, wenn wir auch halbwegs ein professionelles Bügeleisen hätten. Und nicht unbedingt ein Dampfbügeleisen. Halbwegs ein professionelles Bügeleisen wäre nicht schlecht. Das hält gut die Temperatur. Da haben wir eine digitale Anzeige drauf mit 130 Grad circa. Nachdem dass wir jetzt den einbügelt haben, den Ski, lassen wir ihn mal mindestens 2 Stunden einwirken, dass das Wachsel kalt wird, schön einwirkt. Oder am besten überhaupt erst nächsten Tag in der Früh abziehen. Aber dann braucht man eigentlich den Ski. Spannen wir wieder ein. Wenn wir da so anzirkeln. Dann bürsteln wir den Ski aus, am besten mit einer Kupferbürste. Damit dass die Struktur wieder schön zum Vorschein kommt, damit das was weitergeht auf der Piste. Nachdem wir jetzt vom Norbert den Ski gekriegt haben, außer aus der Maschine, kann man eigentlich losfahren. So wieder die Kanten kriegt seitlich
Den Ski haben wir bügelt, gewechselt, ausbürstelt. Kann man eigentlich schon losfahren. Wenn man den Ski hegt und pflegt und jeden dritten, vierten Mal Skifahren wieder herrichtet, dann kann man eigentlich die ganze Saison hat man einen super Skispaß. Und sag, dann bin ich jetzt da weg zur Ski-WM und für denk. Bis zum nächsten Mal. Nicht nur der Weltcup-Service-Profi Franz Knaus, sondern generell findet bei Skilanes nur ein top geschultes Serviceteam sein Zuhause. Nehmen Sie sich Zeit und finden Sie bei perfekter Beratung Ihren Schuh mit dem richtigen Sitz und jenen Ski, der Ihr Ski- oder Snowboard-Erlebnis unvergesslich macht. Denn man soll Genuss nicht nur träumen, man soll ihn auch erleben.